Chapter 15. Ich habe noch einen Koffer in Berlin. First Dialogue. Du hast einen 13-jährigen Sohn und ihr wohnt hier in einer Gegend, wo es sehr viele Ausländer gibt. Was gibt's hier für Probleme, die jeden Tag auftauchen? Ja, ich glaube, es ist hauptsächlich sind hauptsächlich die Probleme in der Schule. Mein Sohn geht in eine Schule, in der 65% türkische Kinder sind, im Ganzen 75% ausländische Kinder. Und es ist eine sehr große Schule. Diese Grundschulen in Kreuzberg sind immer sehr groß. Und als die türkischen Kinder in diese Schule kamen, waren erst die deutschen Kinder die stärkeren und haben die türkischen Kinder immer verhauen und gehänselt. Und jetzt ist es umgekehrt. Die türkischen Kinder sind in der Mehrheit und rächen sich an den deutschen Kindern auf diese Weise. Und mein Sohn ist eben erst vor einem Jahr in diese Schule gekommen und konnte also das überhaupt erst gar nicht bewältigen, das Problem. Und jetzt hat er einen guten Trick herausgefunden. Weil sein Vater Tscheche ist, stellt er sich in die Mitte und sagt, ich bin nicht Türke, ich bin nicht Deutscher, ich bin Tscheche. Und so bleibt er also ungeschoren, aber das Klima an all diesen Schulen in diesem Viertel ist sehr aggressiv. Das heißt, dass ihr keine engen persönlichen Beziehungen zu Ausländern habt hier, oder wie sieht das aus? Doch, zu Ausländern haben wir Kontakte, aber ich habe versucht, Kontakte zu türkischen Familien besonders zu finden, also gerade über die Schule. Ich habe Kindern angeboten, ihnen Nachhilfeunterricht zu geben, weil die in der Schule sehr schlecht waren, auch umsonst. Und bin aber in diesen Familien, wurde eingeladen, die Eltern haben sich mit mir unterhalten und haben dann zum Schluss immer erklärt, mein Kind braucht das nicht, wir gehen sowieso in die Türkei zurück und sowas, bestand kein Interesse. Also ich finde das sehr schwer, eben Kontakte zu türkischen Familien zu finden. Und findest du, dass es wichtig ist, immer wieder zu probieren? Ja, würde ich sehr gern. Ich meine, ich habe auch überlegt, ob ich Türkisch hier lernen soll. Ne? Wenn ich hier auf den Markt gehe, auf den Gemüsemarkt, und ich verstehe nur noch die Hälfte, oder in der U-Bahn verstehe ich auch gar nichts mehr, ne? Dann ist es eigentlich ziemlich naheliegend, dass ich also diese Sprache jedenfalls ein bisschen verstehe. Ne? Hat dein Sohn denn auch türkische Freunde? Er hat einen türkischen Freund, ja. Einen sehr sanften Jungen. Ne? Aber was zum Beispiel interessant ist an dieser Schule, die deutschen Kinder, die also mit 6 Jahren in diese Schule gekommen sind und auch schon mit türkischen Kindern auf dem Spielplatz vorgespielt haben, die können also türkisch, die deutschen Kinder. Ne? Die haben das einfach aufgeschnappt, wie sie klein waren. Und also auf jeden Fall können sie die türkischen Kinder verstehen. Second Dialogue. Was hättest du denn anders gemacht, wenn du nicht so früh Kinder gekriegt hättest? Ich hätte garantiert versucht zu arbeiten. Ich habe schon, wie das erste Kind noch nicht unterwegs war, mir überlegt, was ich arbeiten könnte. Hatte auch schon was versucht und dann aber das sofort wieder aufgegeben, als das Kind unterwegs war. Und dann kam ich allerdings überhaupt nicht mehr auf die Idee, dass ich noch hätte arbeiten können, denn dann war genug zu tun mit den Kindern. Ich hätte aber sicher auch noch mehr Menschen kennenlernen wollen und rumreisen und andere Studien ausprobieren. Und was machst du jetzt? Jetzt mache ich Atemtherapie, einen freier Beruf, wo ich selbst eine Praxis habe, wo ich mir meine Zeit einteilen kann, wo ich auch genug verdiene. Du hast ja vor etlichen Jahren nicht nur diesen neuen Beruf gelernt, sondern du bist auch umgezogen von Düsseldorf nach Berlin. Was hätte sich denn jetzt in Düsseldorf anders abgespielt? Du hättest die Ausbildung vielleicht in Düsseldorf gemacht. Was wäre da anders gewesen? Ich hätte bestimmt die High Society erreicht und entsprechend mehr Geld verdient, als das hier in Berlin geht. Und hätte es bestimmt schon zu einem wunderbaren Haus in Büderich gebracht. Vielleicht auch in medizinischen Kreisen etwas mehr erreichen können, als es hier jetzt in Berlin der Fall ist. Du hast ja doch noch so ein ganz anderes Projekt in Italien, für das du ziemlich viel Geld brauchst. Jetzt interessiert mich, wenn du viel Geld hättest, was würdest du dann machen?
Ich hätte endlich nicht mehr das Problem, mir Gedanken darüber zu machen, wird das Haus nun gebaut und wie schnell und ob überhaupt. Ich würde sofort einer Firma einen Auftrag geben, dass sie mit dem Projekt anfangen könnten. Auch die Erlaubnis, die eigentlich erst noch gegeben werden muss, so wie das Projekt aussehen sollte, dass es auch so gebaut werden kann. Das alles würde schneller gehen. Und ich könnte vielleicht nächstes Jahr dann schon nach Italien ziehen, die Sprache besser lernen, also einen Kursus belegen und in Perugia schon etwas studieren. Ich könnte also meinen inneren Entschluss schneller wahr machen. Würdest du denn dann ganz nach Italien ziehen? Eigentlich möchte ich gerne ganz nach Italien ziehen. Aber ob mir es gelingt, das weiß ich noch nicht. Und aus welchen Gründen würdest du denn gern nach Italien? Ich hätte einfach Lust, eine andere Kultur kennenzulernen. Ich möchte auch die Kultur verlassen, in der ich jetzt lebe. Es reizt mich die Gegend speziell, in der mein Grundstück liegt. Es sollte außerdem der Absprung sein, um später nach Ägypten zu ziehen. Und jetzt sind Sie dran. Pläne für heute. It's the last of your 3 days in Berlin. You're discussing your plans for today. Was machst du denn heute an deinem letzten Tag in Berlin? Say that if it's fine, you're going to the zoo. Wenn es schön ist, gehe ich in den Zoo. Wolltest du nicht den Reichstag sehen? Say that if you've got time, you're going to visit the Reichstag as well. Wenn ich Zeit habe, werde ich auch den Reichstag besuchen. Schade, dass du so wenig Zeit hast hier in Berlin. Say that if it were possible, you'd go to East Berlin as well. Wenn es möglich wäre, würde ich auch nach Ost-Berlin fahren. Möglich wäre es schon, aber an einem Tag kannst du natürlich nicht alles machen. Du müsstest wenigstens einen ganzen Tag in Ost-Berlin verbringen. Say that if you'd had the time, wenn ich die Zeit gehabt hätte, you would have liked to go to the Grunewald as well. Wäre ich auch gern zum Grunewald gefahren. Du wärst sicherlich gerne noch länger in Berlin geblieben. Say yes, if you hadn't had to go back to Britain. Ja, wenn ich nicht nach Großbritannien hätte zurückfahren müssen. Fourth Dialogue. Wie sehen Sie denn persönlich die politische Zukunft Berlins? Ich nehme an, dass sich in den nächsten Jahren am derzeitigen Status, an der derzeitigen Situation kaum etwas verändern wird. Es wird seitens der DDR-Bürger weiterhin den Wunsch nach Ausreise geben. Und solange die DDR auf dieser Mauer, auf diesen geschlossenen Grenzen beharrt, wird es auch weiterhin Fluchtversuche geben. Schön wäre es, wenn die DDR wirklich einmal bereit sein sollte, die Mauer ein wenig zu öffnen, dass DDR-Bürger Besuche in Westdeutschland, im westlichen Ausland machen können. Und solch ein Weg würde sicherlich viel Druck von Ausreisebestreben der DDR-Bürger nehmen. Und wir sprechen auch immer wieder mit ehemaligen DDR-Bürgern, die Ausreiseanträge gestellt haben, die hier rübergekommen sind. Und die zum überwiegenden Teil sagen, wenn wir die Möglichkeit zum Reisen gehabt hätten, wären wir sicherlich drüben geblieben. Und hier sehe ich eigentlich für die deutsch-deutsche Frage eine große Chance. Nur sind dies Punkte, die vom Westen unterstützt werden können, jedoch nicht beeinflusst werden können. Halten Sie es denn für möglich, dass eines Tages die Mauer völlig verschwindet? Natürlich halten wir es für möglich. Und
Im Grunde genommen versuchen wir, unsere Aufgabe auch so zu sehen, mit unserer Arbeit zur Überwindung der Mauer beizutragen. Erst einmal zur Überwindung, später vielleicht zum Abbau. Und ein Verschwinden der Mauer würde ich allerdings nur sehen in einer Annäherung beider Systeme. Das zeigt sich derzeit sicherlich nicht. Deshalb sollten wir in der gegenwärtigen Situation daran denken, die Mauer zu überwinden, durch Besuche, durch Kontakte und indem wir halt immer wieder davon sprechen, DDR-Bürgern den Wunsch nach Reisen ins westliche Ausland zu ermöglichen. Chapter 15, Pronunciation Section. In the Übung macht den Meister Section in the course book, you'll find Alex Smart's statement. Jörg will tell you what he should have said. There'll be pauses for you to repeat. Neulich habe ich eine Reise um die Welt gemacht. Ich zeige dir meine Fotos. Sieh mal. Das ist eine Dame, die ich auf dem Schiff kennengelernt habe. Eigentlich wollte ich ein Glas Wein mit ihr trinken. Sie war schon im Bett. Dann fuhr ich nach Berlin. Hier ist der Reichstag. Und das sind die Soldaten an der Mauer. When we talk about what would happen or what would have happened if, we use a lot of words with umlauts on the vowels. So, let's practice them again. Hätte. Wenn ich das Geld hätte. Wäre. Wenn das Wetter schön wäre. Müsste. Wenn ich nicht nach England müsste. Wenn das Wetter schön gewesen wäre. Wäre ich länger in Berlin geblieben? Wenn das Wetter schön gewesen wäre, wäre ich länger in Berlin geblieben. As this is the last exercise, we thought we'd do a little quiz. It is based on all 15 chapters of Deutsch Express and it practices Ich würde plus the infinitive, which always goes to the end of the sentence. So that you have a chance to think about the answers, or look back in the book to find them, we won't give them to you immediately. So first you'll hear the questions, with a space between each one for you to answer in. And then you'll hear all the answers. Remember, you start each answer with Ich würde. 1. Wenn Sie von Hannover nach Berlin fahren würden, wo würden Sie die Grenze überqueren? Zwei. Wo würden Sie eine Kur machen? Drei. Wo würden Sie übernachten, wenn Sie in Fausts Zimmer schlafen wollten? 4. Wo würden Sie die Buchstaben MCB finden?
5. Wo würden Sie tanken, wenn Sie mit dem Auto vom Bundesgebiet nach Berlin fahren würden? Sechs. Was würden Sie bei Karstadt machen? Sieben. Wen würden Sie anrufen, wenn Sie eine Mitfahrgelegenheit suchen würden? Acht. Wohin würden Sie in Berlin gehen, wenn Sie rudern oder schwimmen wollten? Ready for the answers now. 1. Ich würde Sie in Helmstedt überqueren. 2. Ich würde eine Kur in Bad Krozingen machen. 3. Ich würde im Gasthaus zum Löwen in Staufen übernachten. 4. Ich würde Sie an einer Haustür in Staufen finden. 5. Ich würde an der Transitautobahn tanken. 6. Ich würde einkaufen. 7. Ich würde die Mitfahrzentrale anrufen. 8. Ich würde zum Schlachtensee gehen. Chapter 15. Etwas zum Zuhören. West-Berlin hat einen politischen Sonderstatus. Kannst du beschreiben, inwiefern sich West-Berlin von einem anderen Bundesland unterscheidet? Ich möchte es machen wie immer, erstmal zu erzählen, wieso. Das Ganze geht zurück auf das Treffen der Amerikaner, der Briten und der Sowjets im September 1944 in London. Damals, noch während des Krieges, im Herbst 1944, hatten die Alliierten Deutschland aufgeteilt in die Zonen und die Hauptstadt von Deutschland genommen, die nochmal extra aufgeteilt in die Sektoren. Und hatten gesagt, dass die Sektoren nicht zu den Zonen gehören. Das heißt eben letztendlich dann, die Westsektoren von Berlins sind kein Bestandteil, kein konstitutiver Bestandteil der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, West-Berlin kann nicht, darf nicht von Bonn regiert werden. Was allerdings möglich ist, West-Berlin wird im Ausland vertreten durch den Bundesaußenminister. Aber ansonsten ist es ein eigenes Land. Das heißt, der Punkt ist jetzt der: West-Berliner und westdeutsches Handeln und Wollen ist das, möglichst die Einheit zwischen West-Berlin und Bundesgebiet zu zeigen, zu dokumentieren. Das heißt, jedes Gesetz, was in Bonn im Parlament der Bundesrepublik Deutschland verabschiedet wird, wird verabschiedet mit einem Zusatz, der da heißt, dieses Gesetz gilt nach dem dritten Überleitungsgesetz vom Januar 1952 auch in Berlin. Das ist dann ganz witzig, da wird in Bonn ein Gesetz gemacht über die Rheinschifffahrt und drunter steht, dass dieses Gesetz auch in Berlin gilt. Bisschen albern, aber es ist so. Dann muss dieses Gesetz allerdings nochmal hier im West-Berliner Abgeordnetenhaus verabschiedet werden. Das ist also ein extra Gang, ist inzwischen oder eigentlich schon immer gewesen, im Grunde genommen eine reine Proforma-Geschichte, da wird eben zugestimmt. Und dann gilt das Gesetz immer noch nicht. Weil, und dann kommt das Wichtigste, die drei Alliierten, die Amerikaner, die Briten, die Franzosen, jedes Gesetz nachkontrollieren, bei jedem Gesetz nachgucken, ob es auch nach der Gesetzeslage, nach den Anordnungen der Alliierten zu akzeptieren ist. Das heißt, in Praxis, wenn die Alliierten 30 Tage nichts sagen, dann gilt es. Aber jedes Gesetz kann von den Alliierten verboten werden. Jetzt kommen wir zum Ende dieser Kassette und es bleibt uns nichts mehr übrig, als Ihnen viel Spaß mit Ihren Deutschstudien zu wünschen. Ja, alles Gute. Tschüss. Mach's gut. Tschüss.